Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem 2:2 Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Herzlich willkommen an alle Journalisten hier im Raum und auch an alle an den Bildschirmen. Ja, wie gesagt, wir spielen 2:2 gegen Düsseldorf vor 26.653 Zuschauenden. Bei mir sind die beiden Cheftrainer und ich bitte Daniel Thun um Ihr Fazit zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Guten Abend zunächst und wo fange ich an? Vorne am besten. Ich fand, dass meine Mannschaft in den ersten Minuten schon gezeigt hat, dass sie gewillt ist, auch heute ein Fußballspiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Überschrift gerade bei uns. Wir haben sehr, sehr wenig eingesammelt in den letzten Wochen. Ich fand nicht, dass man das angemerkt hat. Wir haben ganz gute Struktur gegen den Ball gehabt. War ein bisschen natürlich überrascht aufgrund der Veränderungen, die die Eiche vorgenommen hat, von der Ordnung her. Aber trotzdem fand ich, war es ganz gut. Ersten 10, 15 Minuten, dann war es sehr offen. Dann gab es den Moment, als der KSC dann deutlich stärker am Spielgerät war mit den Standardsituationen, die nicht ganz so ungefährlich waren. Und dann wieder ein Verlauf des Spiels, der sich egalisierte und wir diesen Moment hatten. Richtig gute Struktur, spielen die eine Seite, dann kommen die Verlagerungen dann auch mit der Flanke zum Tor. Vielleicht dann glücklich zu dem Zeitpunkt die Führung und nehmen das mit in der Pause. Haben dem Gegner sehr wenig zugestanden, auch in den ersten 45 Minuten. Und dann, klar, das ist natürlich offensichtlich in so einem Heimspiel auf so einem Samstagabend, dass ein bisschen was kommt. Und ja, dann kommen wir in die Phase, die aktuell vielleicht so ein bisschen gegen uns läuft. Ein Augenblick, wo ich denke, wir kommen selber in einen Umschaltmoment, kontern, verlieren in diesem Konter den Ball, kassieren dann sehr unglücklich den Ausgleich, sind sofort wieder da. Ich fand sensationelle Einzelaktion, Christoph Solis, wie er sich durchsetzt und gehen in Führung. Und am Ende des Tages, ja, dann denkt man, dass dieser Kackmoment eigentlich schon da war mit diesem Umschaltmoment, aber dann fiel das Gegentor und unterm Strich natürlich maximal unglücklich für Florian, dass er in dem Augenblick dann halt auch da steht und den Ball dann durchrutschen lässt. Ich finde, was wir uns vorwerfen lassen können, dass wir nicht diese Konsequenz hatten, auch selber unsere Angriffe dann noch final zu Ende zu spielen. Da lag ja noch ein bisschen was, da waren wir unsauber im letzten Pass. Und wenn Ao den letzten Ball dann vielleicht noch ein bisschen besser kontrolliert, dann können wir sogar auf 3:2 stellen. Aber insgesamt aus meiner Sicht ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir haben auch den Pfostenschuss gegen uns und somit den KSC immer wieder auch dann ins Spiel zurückgeholt oder er hat sich selber zurückgeholt. Und da müssen wir mit diesem 2:2 auswärts leben, auch wenn es sich gerade sehr frustrierend für mich und für uns anfühlt. Danke. Vielen Dank. Christian, wie schaut dein Fazit aus? Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich glaube, eine sehr, sehr zähe erste Halbzeit für den Zuschauer im Stadion beziehungsweise auch am Bildschirm. Es war das Spiel, was wir aber auch haben wollten. Wir haben bewusst eine etwas defensivere Grundordnung mit zwei defensiv orientierten Sechsern auch gewählt, weil wir in den letzten Wochen einfach ein Stück weit zu luftig waren, aus unserer Sicht auch im Umschaltspiel vom Gegner. Und wir da einfach eine gewisse Stabilität drin haben wollten. Zudem haben wir in den letzten Spielen gegen Düsseldorf auch in der Raute immer wieder Probleme gehabt, weswegen wir uns heute einfach mal für Personal- und Grundordnungswechsel entschieden haben. Ich habe keine Torraumszenen gesehen in der ersten Halbzeit, bis auf das Tor. Diese Aktion war relativ ähnlich wie unsere, nur sind wir nicht zum Abschluss gekommen. Trotzdem fand ich, dass die Fortuna gerade die ersten 15 Minuten und insgesamt bei den wenigen Angriffen, die es fußballerisch gab, insgesamt in der ersten Halbzeit von beiden Teams, so ein Ticken die Nase vorn hatte. Und das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir daraus direkt ein Tor bekommen. Das war letzte Woche auch schon so, da ist es eigentlich auch ein 0-0-Spiel zur Pause und wir haben trotzdem am Ende einen hinten drin. Die zweite Halbzeit war insgesamt offener. Ich glaube, es war klar, dass wir die ganze Geschichte ein paar Meter weiter nach vorne verlagern müssen, auch um torgefährlicher dann auch zu werden, weil es ist uns komplett abgegangen. Der Doppelschlag stellt das Spiel eigentlich wieder genauso auf den gleichen Ausgangspunkt wie zur Halbzeitpause. Und trotzdem fand ich, dass die Mannschaft insgesamt in der kompletten zweiten Halbzeit ständig bemüht darum war, eine gute Struktur auch mit dem Ball zu haben. Gleichzeitig auch die wirken nicht immer so brandgefährlich, sind sie aber, weil Daniel es richtigerweise angesprochen hat. Da fehlt dann vielleicht mal nochmal einen Ticken, den richtigen Pass oder nochmal auch ein Quentium mitzunehmen, was die Fortuna vielleicht momentan dann auch nicht auf ihrer Seite hat. Und du bist vielleicht mit 1-3 aus dem Spiel, aber die Mannschaft war immer bereit, war immer dran. Glaube ich, hat sich in der zweiten Halbzeit das Unentschieden auch mehr als verdient. Ich glaube, wir hatten gute Wechsel heute, insgesamt dann auch im Laufe des Spiels, wo die Mannschaft und die Spieler sich dann auch nochmal gut eingefügt haben. Und deswegen nehmen wir den Punkt heute sehr, sehr gern mit. Ich möchte an der Stelle noch ein riesengroßes Kompliment ans ganze Stadion weitergeben.
wer so die letzten Spiele gesehen hat, ein sehr, sehr großes Verständnis, glaube ich, auch von allen Beteiligten da. Und trotzdem war es heute einfach ein schöner Fußballabend, der über 96 Minuten durchgelaufen ist. Und ich glaube, da sollte man auch ein großes Kompliment an das Ganze rund machen dafür und auch für die warmherzige Atmosphäre heute. Daniel, euch alles Gute. Ich glaube, da liegt noch einiges auf dem Weg für euch. Und die Dinge werden sich auch in der Rückrunde wieder auf eure Seite drehen. Dankeschön. Danke auch an dich. Dann seid ihr dran, gerne per Handzeichen anmelden und dann einmal kurz vorstellen, dass alle am Bildschirm auch wissen, wer die Frage gestellt hat. Dann zuerst. Ja, Christian, ich glaube, du bist jetzt das vierte Jahr hier und ich glaube, noch niemals vor einem Spiel vier personelle Wechsel vorgenommen, System mitgeändert. Wann war dir klar, dass du diesmal dieses Vorgehen wählst? Und vielleicht auch nochmal ein Wort zu Debüt von Nicolai Rapp in der Startelf. Ja, vergangenen Samstag zwischen Braunschweig und Kassel war es klar, dass wir gegen die Fortuna was anderes machen werden, aufgrund der angesprochenen Problematik der Statistik, die ihr ja weiter, Gott sei Dank, für euch bedienen könnt bis zum nächsten Spiel. War uns klar, dass wir da einfach ein bisschen mal ein Stoppschild reinsetzen wollen, um grundsätzlich dem Gegner auch mal was anderes vor die Haustür zu geben, weil für alle Beteiligten der Woche ja klar war, und dafür habe ich auch Verständnis, Leon Jensen ersetzt Django Burnic und dann geht man der Raute wieder rein und am Ende gewinnt die Fortuna und das wollten wir dieses Mal nicht haben, vor allem nicht mit dem Ende, dass die Fortuna gewinnt. Und deswegen war es mal vielleicht ein bisschen drastischer. Trotzdem ertappen wir uns im Trainerteam ab und zu mal auch bei unseren Gegnern dann immer wieder jedes Wochenende. Da passiert es viel öfters. Und deswegen ist es für uns einfach auch ein Moment gewesen, da frisches Personal reinzubringen. Wir wollten auch Jungs reinbringen, die für sich selbst für eine gewisse Energie stehen, für eine gewisse Zweikampfhärte, für zweite Liga auch ein bisschen, wenn wir auf Nicolai jetzt den Blick richten. Und ich glaube, man hat gesehen, was für Stärken er hat. Man hat, glaube ich, aber auch in der einen oder anderen Sequenz dann gesehen, dass er lange Zeit nicht gestartet hat und so ein bisschen die Wettkampfhärte fehlt, aber irgendwann fangen wir an. Und deswegen war das heute in Ordnung, aber ich glaube, für alle Beteiligten gilt, weiter mit der Energie und weiter in diesem Bereich so investieren. Genau, dann der Kollege in der Mitte. Gianni Costa von der Rheinischen Post. Herr Thun, eine Frage an Sie. Hat es ein bisschen was auch vielleicht mit Müdigkeit in den Köpfen zu tun, dass man den einen oder anderen jetzt individuellen Fehler da sieht? Wie würden Sie das bewerten und wie können Sie als Trainer, gerade jetzt im Speziellen, bei einem Torwart wie Flo Kastenmeier ihm helfen, ihn wieder aufzurichten? Wie er uns eben beschrieben hat, man natürlich in so einer Situation schon ziemlich alleine da liegt. Fange ich da an. Florian Kastenmeier liegt auf keinen Fall alleine da. Also was uns als Mannschaft auszeichnet und ich glaube auch dann, was ich für mich als Trainer beanspruche, dass ich Situationen immer gleich bewerte. Und wenn wir uns im Pokal vor zwei Wochen über seine Elfmeter freuen und ihm ein Küsschen dafür geben, dann hat er heute auch ganz viel Liebe verdient, weil das ist im Moment, den wünscht sich kein Torhüter. Alle Feldspieler haben immer das Glück, dass hinter den Feldspielern noch ein Torhüter ist, der was korrigieren kann und das war heute nicht der Fall. Wir wissen alle, dass er mit dem Ball oder in dem Tor komplett drin hängt, aber hat in dieser Saison eine unfassbare Entwicklung genommen und da darf man vielleicht auch mal ein bisschen traurig sein, aber die Jungs bauen ihn auf und ich glaube, sie haben die Kurve gehört. Also ich gab mal eine Zeit in Düsseldorf auch, wenn Florian Kastenmeier den Ball hatte, wurde gepfiffen und jetzt nach dem Spiel wurde sein Name gerufen. Also das zeigt, dass er sich den Respekt auch verdient hat. Ja, was heißt Müdigkeit? Ich glaube, beim Torhüter war es keine Müdigkeit in dem Fall. Also den hält er auch, wenn er völlig übermüdet ist, in der Regel. Und bei dem ersten Tor muss man einfach sagen, dass Joshua das Ding vielleicht das Luftduell gegen Jerome Gondorf gewinnen kann. Ihm fehlen halt, oder er hat schon 30 Zentimeter mehr. Ein junger Spieler, der Fehler macht, der in dem Augenblick die Entscheidung getroffen hat, nicht zu springen und entsprechend dann zweiter Sieger war. Ich würde auch nicht das bewerten mit Müdigkeit. Insgesamt fand ich, dass meine Mannschaft einen ordentlichen Eindruck gemacht hat, dass sie keine Ermüdungserscheinung hat. Wenn Sie darauf ansprechen, natürlich auch dann offensichtlich, wenn der Gegner ein paar Meter mehr schrubbt als wir. Aber ich glaube, das hängt unmittelbar auch damit zusammen, welches Personal auf dem Platz steht, dass wir vielleicht jetzt weniger die Jungs haben, die dann permanent hoch und runter rennen. Das zeigt aber auch, dass der Gegner sehr, sehr viel investieren muss läuferisch, um uns dann halt auch wirklich in diesen Räumen dann einzugrenzen. Und
Für mich als Trainer ist diese Phase vielleicht dann etwas schwieriger jetzt aktuell, aber ich glaube, ich lasse mich da nicht treiben, bin bei der Truppe und es sind Kleinigkeiten, es sind Momente, die entscheidend sind in diesen Spielphasen und heute war es dann mal wieder nicht der Moment, der zu unseren Gunsten ausschlug, aber ich glaube, das kann man sich erarbeiten, das kann man sich verdienen und heute war halt nicht mehr als dieser Punkt verdient und entsprechend nehmen wir so, wie er ist. Nils Bohl, die dpa. Christian, wie geht's dem Patrick Drewes? Hattest du da nochmal Kontakt jetzt nach dem Spiel? Und hattest du auch so, wie ich, den Eindruck, dass der so gegen Ende der zweiten Halbzeit irgendwo noch bei 98,5% war? Ich habe ihn jetzt nur kurz durchhuschen sehen. Ich glaube, er hat ein blaues Auge davon getragen. Ja, es ist ein Zusammenprall, wie er vorkommt, dem 16er für einen Torwart. Und deswegen habe ich jetzt keine andere Kenntnis momentan, dass er irgendwas Schlimmeres davon getragen hat. Und deswegen gehen wir davon aus, dass er am Dienstag ganz normal wieder auf dem Trainingsplatz steht. Christian, der Wechsel Schleusener rein, Gondorf raus. Welche Idee stand da dahinter? Da hattest du auf einmal drei Spitzen auf dem Platz. Zum einen musste Jerome raus, weil es nicht mehr weiterging. Und ja, wir stehen eigentlich schon dafür, dass wir Spiele gewinnen wollen. Und in der Grundordnung, in der wir waren, das wissen wir aber auch, haben wir jetzt nicht diese klassischen Flügelspieler. Und trotzdem hat, ich glaube, Fabian Schleusen an dem Fall dann schon öfters auch in früheren Zeiten im 4-3-3 auf einer offensiveren gedachten Position vielleicht gespielt. Und das ist nichts Neues für ihn. Das war der Grund, plus das zeigt natürlich auch in die Mannschaft, dass wir das Spiel gewinnen wollen noch, weil wir in dieser Phase einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl hatten. Trotzdem, glaube ich, gebührt dem Kapitän heute wirklich ein großes Lob. Wenn ich an das erste Tor denke, wie Sebastian Jung, ja, man kann sagen, glücklich vielleicht, man kann es aber auch mit einer großen Willensleistung dann auch wegmachen, den Ball erobert, wie Jerome dann den größeren Spieler überspringt. Das ist so ein bisschen in dem Bereich, dass wir hier beim KSC eine gute Mischung weiterhin benötigen. Das sind die Erfahrenen, die Alten, die da auf der einen Seite für dieses Tor gesorgt haben. David Herold macht dann logischerweise mit Schützenhilfe das 2-2 und das ist das, was ich öfters gesagt habe. Wir müssen aufpassen, dass wir eine gute Mitte fahren, insgesamt in der Bewertung auch, was die älteren Spieler hier die letzten 4 Jahre geleistet haben und aktuell auch noch leisten und trotzdem auch die Augen offen halten für die Zukunft. Dann sind alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich an alle fürs Kommen und fürs Einschalten und wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Danke. Schönes Wochenende noch. Ciao, ciao.